Tag 2. Jetzt sind wir schon wieder eine Stunde 20 unterwegs und haben schon wieder 20 Kilometer. Jo, jetzt überqueren wir gerade mal ein. Die Mündung vom Main in den Rhein. Die Stadt nicht deins, sondern meins. Ja, der Wortspiel hat jetzt sein müssen. Ich weiß, es ist dämlich, aber das müsste jetzt sein. Vorne zeichnen sich schon die Berge ab, wo wir rauf müssen. Jetzt da die Treppen runter. Ja, fahr die Treppen runter. Na guck mal, die sind extra schon so gemacht, damit du so schlecht runterfahren kannst. Ja. Auch schön ausgeschaut hier. Solange mir mal zwei Bier nicht kaputt macht. Wie das eine, wo er mir schon kaputt gemacht hat, zur Hälfte. Das weiß doch keiner. Jetzt schon. Warum jetzt die Hälfte? Jetzt ist es schon die Hälfte. Das war die Hälfte vom Bier. Ja, das war die Hälfte vom Bier. Okay, das waren zwei Drittel. Alter, das wäre immer mehr. Okay, es war fast die ganze Dose. Da war noch ein Schluck drin. Der unterschlägt hier Sachen, ne? Das ist krass. Das ist krass. Der will nur, dass ich ihn wieder auf ein Bier einlade. Deswegen macht er das. Hab dich durchschaut. Ich hab dich durchschaut. Ja. Ja. Das ist halt mein Energy. Oh, apropos Energy. Man könnte demnächst mal eine Bier- und Energy-Pause machen. Ja. Wenn wir eine schöne Stelle finden. Ja, machen wir noch ein bisschen Wasser. So schöne Aussicht da. Was sagt die Kilometer? 42 Kilometer, 42,5 Kilometer bis zum Ziel. Geil, und wir haben diesmal nichts gebummelt. Wenn wir überlegen, wie viele Kilometer wir letztes gemacht haben, gestern, zu der Zeit, und wie wir einfach Pause gemacht haben. Ja gut, wenn man überlegt, damit wir auch gestern beinahe 100 Kilometer gerissen haben. Ja nee, aber die ersten 50 Kilometer haben wir nur Pause gemacht. Ja, momentan läuft es auch relativ gut. Also das sind noch bis zum Ziel. Mach mal, ich sag, wie viel wir haben. Ja, aber einhändig ist das ein bisschen blöd. 39 haben wir. Wir haben es 10 vor 1 und sind schon seit 2 Stunden 48 unterwegs. Ich hoffe, dass uns die Berge nicht zu krass abdampfen. Wenn man merke. Aber ohne Zus können wir es einholen. Ich mach mal die Bremsbeläge aus der Bremse raus und dann funktioniert es. Dass man ja alle Übersuchungen kommt, ja. Ja, man. Fehlen einem die Worte. Aber Aussicht. Aber anstrengend. Eine richtig geile Aussicht. Thank you.
Und eine geile Aussicht dabei. Ja. Hey. Oh, müssen wir mal gucken. Ja, hier runter scheinbar. Ja, hier. Alter! Ich gucke jetzt gerade, wo man hin ist, ob das man hier schon sieht. Ja. Weil wenn ja, wäre es dann wirklich steil hoch und... Aber vom hier Diagramm her war es gar nicht so weit steil. Mal schön so über die Weinberge. Warum sind die Weinberge ein bisschen höher wie bei uns? Geile Aussicht. Ja, da geht's nuff. Alex schiebt schon mal vor. Ich folge mir jetzt. Und da vorne wollen wir hin. Die Statue da ist. Irgendein Denkmal. Tempelanlage, Denkmal. Da fährt sogar eine Sasselbahn nuff, so wie es aussieht. Aber wir müssen halt mit Bob den Fahrrädern mit eigener Kraft hoch. Oh. Was suchen wir's? Ganz klarer Training, Alter. Aber brutal. Hi. Hallo. Haben wir eine schöne Aussicht? Alter. Das ist der jetzt erst aufgefallen? Ja. Soll ich, warum ich unten erst Bilder gemacht habe? Ich würde mir aufspannen. Geil, ne? Unten wäre echt langweilig gewesen. Ne, absolut. Da oben hoch ist es ein Muss. Dann scheint wirklich Sessellift zu sein. Die Bergbahn da.
Angenehmer kühler Schatten. Nächstes Mal nehmen wir den Lift. Ja gut, es sind so maximal 4 Leute, die da reinpassen. Aber der Weg ist auch nicht gerade ohne. Aber was? Was ist das für eine Hütte? Hier will ich wohnen. Ferienwohnung zu vermieten. Mit der Aussicht, oder? Ah, Ferienwohnung mit der Aussicht wäre geil. Ein Video für den Max. Max, für dich, du bist dabei auf jeden Fall. Auch wenn du nicht anwesend bist, aber du bist dabei. Gut. Zum Wohl. Sieht das ein Schluck für mich. Stößchen, ein Schluck von dir, an mich, an dich, für dich. Ja. Boah, der bist du her. Jo. Ah. Jawohl, ja. Ja, aus eigener Kraft hochgekommen. Ja. Jetzt klettern wir hoch. Oder auch nicht. Ohne Worte. Zauberhöhle. Achtung, man sieht. Helm tragen, Helmpflicht. Kopfstoßgefahr. Gut, damit der Helm trägt. Ja. Hier gehen bestimmt voll die Partys aus. Ich glaube, da ist eine leere Energy-Dose gerade geflogen. Ja? Wow! Kann man auch machen. So, Zauberhöhle. Zauberhöhle. Wurde unser Wunsch jetzt in Erfüllung gegangen? Wow! Zauberhöhle! Am Weg. Thank you.
Das ist, hier ist bestimmt kein Geocache versteckt, Alex. Nein. Nein, Alex. Nein. Pfui. Aus. Nein. Und dann fällt alles gekommen. Hallo. Hallo. Hallöchen. So, entweder mit den Fahrrädern durch. Da hoch. Gut, dann drehen wir um, fahren zurück. Ich hab langsam mal gekraft, meine Beine, ganz ehrlich.